Moin moin, was geht? Ich bin's, euer Max Deus. Und heute machen wir wieder mal eine Extra-Folge. Also einfach mal wieder ein bisschen Beiwerk. Wir wollen ja das Ding da hinten, das Fundament fertig haben. Daher wird heute nur wieder Holz gesammelt. Also muss nicht geguckt werden, aber ist einfach nur Zusatzmaterial einfach, falls jemand da Bock hat zu gucken. So, muss aber nicht. Ich habe auch vor, wieder hier die geile Musik hier abzuspielen. Die spielen wir dann die ganze Zeit nur in den Sonderfolgen, Extrafolgen, den Hauptfolgen. Weiß ich nicht, ob wir das auch machen werden. Und an sich wäre auch schon geil. Und dann mal schauen, wie lange wir heute dafür brauchen. Also ich habe mir extra 1,5 Stunden heute dafür Zeit genommen. So, ich gucke jetzt auch die ganze Zeit hier ein bisschen auf die Uhr. Aber ich denke mir schon, dass wir das heute vielleicht den Fundament da endlich fertig haben. Die 151 Baumstämme. Was ist auch mit den Vögeln hier, die versuchen immer hier zu landen, auf meinem Floß. Vor allem auch in der letzten hier Sonderfolge war ja geplant, so dass es eigentlich dazwischen kommt, einfach so zusätzlich. Aber wurde halt dann ein bisschen verspätet statt in Hauptvideo, weil ich hatte da irgendwie Probleme, Schwierigkeiten, das mit dem Hochladen und so. Und naja, ist dann halt jetzt so gekommen. Und ja, aber ich hoffe, das macht nichts aus, es nehmt ihr mir auch hoffentlich nicht böse oder so. Wäre auf jeden Fall schön. So, dann nehmen wir den hier wieder. Wohl, haben wir noch Fleisch? Ja, Fleisch haben wir noch. Hier sind wieder Schildkröten, jede Menge. So. Hab jetzt auswählen wieder beide hinten drauf getan. Egal. Dann nehmen wir wieder die Schildkröten. Ja, erwischt. Zum Häuten oder Fleisch rausnehmen, nehmen wir irgendwie komischerweise das die andere Axt. Und komisch. Egal. Wir nehmen hier jetzt eben das Fleisch, essen uns satt. Möwen haben wir da genug. Haben wir hier noch was zu trinken? An sich müsste da noch was zu trinken sein. Ihr seht das auch, ne? So. Wir spielen dann den hier jetzt mal ab. Irgendwie dieses Lied mag ich mehr. Und da vorne ab zu den Bäumen. Ich glaube, aus diesen Dingern werden auch neue Bäume. Kann das sein? Da wachsen dann neue raus. Hab keine Ahnung, wie lange brauchen Bäume hier, um nachzuwachsen? Bambi! Ach, Stöcke haben wir schon genug, okay.
Und ab darüber. Mama wie. Ab aufs Boot. Ah, jetzt wird es wieder dunkel. Ich habe Angst, dass Thrombosen-Jonas uns wieder hier entgegenkommt. Irgendwie was, damit wir hier irgendwie kurz pennen können, wäre auch nicht schlecht. Hier Möbel bestimmt, ne? Wo waren Möbel? Hier haben wir freies Bauen. So wäre auch nicht schlecht. Einfach mal so ein Baumhaus oder so eine Baumplattform, Baumbrücken. Auch nicht schlecht, wenn wir sowas machen würden. Warte. Ihr kleines Bett. Mhm. 4 Hasenfälle. Müssen wir Hasen jagen gehen. 3 Stelltisch, Couch, noch ein Stuhl, Feuerstelle. Mhm. Eigentlich auch schon krass Verteidigungsanlagen hier bauen. Ah, da hinten sind sie wieder. Ich hoffe halt nur ohne Thrombose. Aber die wissen schon ganz genau, wo wir sind. Die wissen, dass wir genau hier sind. Mal schauen, ob wir zu einem Baumstamm kommen, ohne entdeckt zu werden. So, eines. Und das zweite. Okay, noch keiner bei mir. Das ist immerhin gut, dass noch keiner bei mir ist. Aber ich habe das ungute Gefühl, das wird nicht lange auf sich warten. Noch mal ein paar Baumstämme. Nein, den Stein wollte ich nicht. Ja, der ist voll. Und hier. Ich habe die ganz weit hinten irgendwo gehört. Hier sind die Baumstämme. Und jetzt habe ich auch noch Durst.
Ah, jetzt kann ich das Wasser hier trinken. So, Feuer einmal an. So, Fleisch haben wir wieder. Man muss hier schon auch extrem aufpassen. Nicht, dass man vor allem von denen überrannt wird. Essen. Boah, ich habe mich jetzt wegen meiner eigenen Fackel da erschreckt. So. Uno. Zwei. So, ups. Obwohl, wenn ein paar von denen hier auch mal auftauchen würden, wäre auch nicht schlecht. Könnten wir uns noch mal eine Knochenrüstung bauen oder so. Asi. Alles gut, Hasi. Heute wirst du noch nicht gegessen. Wo sind die anderen Daten? Irgendwas höre ich. So, hopp. Ne, der ist voll. So, und dann heißt es, abwarten auf den nächsten Morgen. Wo steht momentan der Mond? Da. Und dann im Schutze des Tages weiter hier Holz füllen. Können wir mal ganz vorsichtig versuchen weiterzumachen. Auch schon ordentlich an Wald hier weggeholzt. Muss ich auch ehrlich sagen. Bisschen Schiss habe ich schon davor, dahin zu gehen. Da ist noch ein Hirsch. So, ich habe aus Versehen die Aufnahme pausiert, weil ich mich erschrocken habe. Weil die geschrien haben da vorne. Aus Versehen auf Pause gedrückt vom Aufnahme. Und ich habe mir hier aus Versehen ein paar Energies hier oder Alkoholflaschen weggesoffen, weil das ist komischerweise die zweite Dingens hier. So ein Hotkey. Ich habe auf der 2 hier die Aufnahme pausieren und weitergehen. Und vom Spiel an,
An sich ist der Hotkey die 2 hier zu trinken. Und lief sich nicht so gut. Muss ich da ein bisschen was umstellen. Ja, aber da kommen wieder ein paar Schildkröten. Wenn wir wieder mal ein bisschen was zu essen machen. War da was? War da ein Baumstamm oder habe ich mich geirrt? Eben noch eine Schildkröte schlachten. Den haben wir sofort erwischt. Ah, und da laufen die wieder. So, Essen ist immerhin fertig. Ja, irgendwann sind wir die ganzen Einwohner da los. Aber es wird jetzt heller. Wie man sieht, dann laufen die noch. Und jetzt rennen sie. Gut. Licht wieder aus. Dann langsam hier rüber. Gut, dass ich sage, langsam darüber und schon fangen an zu rennen. Komm, Baum fällen. Können die Ureinwohner das eigentlich hören, wie ich hier Bäume fälle? Würde ich zu gerne wissen, ob das geht, dass die das hören. Hm. Ja. Und da hinten ist der Strich wieder. Ja, ich muss mir auch demnächst wahrscheinlich für die Hotkeys definitiv so ein Stream Deck von Elgato holen. Da kann ich immer zum Aufnahme pausieren und starten und so weiter da drauf rumtippen. Statt hier meine eigene Tastatur zu belegen und dann so ist ein Hotkey gleichzeitig irgendwas vom Spiel. Und dann passieren da irgendwelche Dummheiten. Und dann als nächstes eine vernünftige Capture Card. Dann kann ich auch die ganzen Games, die ich auf der Konsole habe, also Xbox, PlayStation, Switch und so weiter, auch mit euch zusammen let's playen. Da bin ich mir am überlegen, eine von Elgato ebenfalls zu holen. Sonst hier so eine Capture Card von Elgato, die HD 60 Plus, glaube ich, hieß die. Die so gut sein. Wäre auf jeden Fall die beiden Dinger hier die nächsten Anschaffungsmaßnahmen, die ich machen würde. Falls ihr was Besseres kennt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, so was ihr eher empfehlen würdet.
Ich wurde hier angesch. Kann ich auch später schreiben. Plot. T, nicht B. D. Und ja, da liegt noch das ganze Holz. So, dann können wir wieder. Ja, spielen wir gleich ab. Solange hell ist, können wir Musik spielen. Solange hell ist, habe ich weniger Angst. Im Dunkeln, da muss ich mich voll und ganz auf meine Ohren konzentrieren. Weil sehen tue ich da nicht so gut. So, hopp. Und. Ist hier noch irgendwo einer? Das ist einer. Ja, und die beiden. Da müssten da bestimmt noch ein paar Baumstämme rumliegen irgendwo. Ja, liegen hier sogar noch vier. Und die letzten beiden. So, zwei. Ja, zwei Bäume noch. Und eine Taube. Eine Möwe, meinte ich. Eine Möwe. Das sieht aus, als wird daraus ein Baum. Nicht auf mich fallen. So, oder kann man hier in den Einstellungen, vielleicht in Gameplay hier. Jo, das wollte ich hier anhaben. Stimmt, nachwachsende Bäume. Erstellung von Gebäuden erlauben. PvP Spielerschaden. Natürlich können die nachwachsen. Muss ich nur einschalten.
Oh. Ja, ich Depp. Ja, dann mal schauen. Vielleicht sind die dann zur nächsten Folge wieder da. Zur nächsten Aufnahmesession oder so. Ach, Bambi wieder. Ja, Bambi, hallo. So. Nehmen wir noch einen Schluck Wasser. Machen nochmal Feuer an. Und den Schluck Fleisch dahin. Und wieder Musik. Jo, jetzt ist mir erst aufgefallen, ich habe die Facecam gar nicht mehr angehabt. Ja, wenn man sich erschreckt, dann geht sowas schnell. Da fällt es einem nicht so auf, dass man aus Versehen das auch noch ausschaltet. Aber ich habe jetzt aus Versehen irgendwas getrunken, glaube ich. Schildkröte. Mehr Baumstämme haben wir hier jetzt, glaube ich, nicht mehr rumliegen. Ja. Ja, das wird fürs Erste reichen. Können wir auch mal wieder darüber schnippern. Total vergessen, dass man hier aus Versehen mal so einen Holzbalken mitnehmen kann. Noch irgendwas am Schweben. Seht ihr das? Unter dem Strich da? Und das fliegt da noch. Hier fliegt auch noch etwas. Keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt, aber hier fliegt auch noch was. So, noch ein bisschen. Aber immerhin kommen wir auch damit voran. Auch wenn ich ständig nur hin und her am Segeln bin, sind, die Ruder wechseln. Immer wieder Holzbalken mitnehmen aus Versehen. Haben wir bald
Immerhin. Unser Fundament da fertig. Hoffentlich. Machen wir sogar noch in dieser Folge. So. Wirklich langsam wird. Jo, 40 Baumstämme haben wir allein hier jetzt reingeballert. Ey, aber sieht schon nice aus. Wird langsam wirklich was. Mit einer Bootsladung haben wir 40 Baumstämme. Wir waren ja nämlich vorhin bei 451, jetzt sind wir bei 111. Und das ist gut. Das würde heißen, noch insgesamt dreimal fahren müssen, hin und her. Dreimal Bäume fällen. Es regnet, nice. Können wir noch einmal ganz schnell was trinken. Oh. Und wieder Musik abspielen. Nein. Jetzt gehen wir das Falsche. Da bin ich gut drin. Ja, die Ureinwohner wieder.
sehen die mich? Sehen die mich nicht? Aber ich mache ein kleines Päuschen. Und dann seht ihr mich gleich wieder, ja? So, und da bin ich wieder. So. Geht jetzt auch weiter. Warte, machen wir wieder abspielen. Und wieder die Axt. Da hinten sind die Spieler schon weg. Und dann flachten wir mal die Bäume hier. Ja. Und die beiden. Komm. Geh ab. Nicht auf mich fallen, nicht auf mich fallen, nicht auf mich fallen. Gott. Das wäre so gefährlich geworden. Echt ganz schön kahl hier geworden. Aber zum Glück haben wir das mit den nachwachsenden Bäumen wieder eingeschaltet. Dann wird das wahrscheinlich zur nächsten Aufnahmesession alles wieder da sein. Das sind die Bäume. Boah, Bambi. Und wir machen. Ach nö. Boah, ah. Ah. Nein. So. Ja, aber erstmal Medikamente nehmen. Leben wieder aufladen. Ja, komm. Brauchst dich eh nicht, ne? Einer Pisser, komm. Ja, jetzt rennst du weg, ja? So, jetzt keine Ahnung, wo ich mein Holz hingetan habe. Da. Hier ist kalt und du bist nass. Schön. Schön, dass mir kalt ist. Ah, und da kommen sie wieder. So, Fleisch habe ich noch. Nehme ich diesmal zwei. Und ein paar Blätter. Noch einen Schluck Wasser. Ja, yeah. Essen kommt ja. Ich weiß, dass ich Hunger habe. Eins.
Und ja, mir ist nass und ich bin kalt. Aber ich brauche Holz. Wo auch immer ich jetzt mein Holz hingeschmissen habe. Ich finde mein Holz nicht mehr wieder. Bitte. Und mir ist wieder kalt, natürlich. Eben ganz schnell wieder aufwärmen. Ihr seht das Blinken auf, oder? Ich bin aber froh, dass mein Feuerzeug hier nicht leer wird. Ja, mir ist schon wieder kalt. Aber das Schlimmste, was jetzt wäre, ist, wenn wir jetzt wirklich bis zum Morgen warten müssten. Wenn jetzt Thrombosen Jonas und Muschi Klaus und so weiter auch noch kommen würden. Gegen die Babys habe ich kein Problem. Da, die sind ganz leicht. One-Hit-Kill. Ureinwohner auch an sich, wenn die nicht zu viele auf einmal sind. Boah, die Schildkröte. Ich dachte schon, was kommt denn da raus? So. Kann es sein, dass ich übelst schnell am Hungern bin hier? Hungeranzeige geht aber ganz schnell runter. Seht ihr das? Oh, die drei Schildkröten da. Ich hab richtig Hunger, wenn ich die sehe. Ja, die sind fertig. Und rote. Aber hier ist echt, was Schildkrötenfleisch angeht, ein richtig guter Spot. Wo war jetzt mein Holz? Hallo Bambi!
Ach ne, die kommen schon. Boah, ein bisschen Herzrasen kriege ich schon, wenn ich die schreien höre. Ein groß wegballern oder so kann ich die jetzt auch nicht, weil ich habe keine Schusswaffen. Muss wirklich 1:1 gegen die kämpfen immer. Okay, sehen tut die jetzt nicht. Wo ist der Mond? Gerade ganz oben, halbe Nacht durch. Kann man hier vielleicht auch hier Gameplay, kann man noch etwas Cheats erlauben? Ich will jetzt aber keine Cheats. Fahnenleiste an, Spielernamen anzeigen, Projektil, Fadenkreuz, Overlay-Symbole gruppieren, überdeckende Symbole anzeigen, HUD anzeigen, Geistergebäude transparent. Was gab es hier nochmal für Farben? Egal, wir bleiben bei Weiß. Ah, da hinten sind sie. Ach, da ist die Möwe. Das Geräusch war die Möwe. Ich würde sagen, dann ganz langsam Richtung Holz laufen. Wo sind die hin? Ach, da oben waren die. Ach ne. Wo ist mein Holz schon wieder? Immerhin wieder gewittert. Hallo, mach an. Ja. Ein Fleisch können wir machen. Oh. Sollen dort? Warum? Es muss doch jetzt fertig werden. So, habe ich aus Versehen nur weggeschmissen. Oh. So ist auch gut. Essen wegschmeißen, ne? Wahrscheinlich wieder heller zu werden. Also ist die Nacht gleich vorbei. Essen fertig.
Mir ist wieder kalt, ich bin nass. Andere Beschwerden habe ich nicht, ne? Außer mein Holz zu finden wieder mal. Ach, mein Holz. So, der ist auch voll. Mal kurz aufwärmen. Und los. Ja, der ist voll. Hier. Ja, auch wieder außer Puste natürlich. Jetzt wieder voll Speed. Und hops. So, Licht können wir auch ausmachen. Ambi ist cool. Aber irgendwann müssen wir wirklich Bambi anfangen zu jagen. Irgendwann brauchen wir seinen Pelz. Und hier gibt es wieder Essen. Und hops, und hops, und hops, und hops, und hops. So, jetzt wo es heller wird.
hätten wir doch auch gerade irgendwo zwei Bäume gefunden, oder nicht? War doch hier irgendwo. Da sind schon wieder zwei Bambis, aber da. Boah, jetzt habe ich mir den Bambis wieder erschrocken. Was alle? Habe ich nicht mehr gefällt? Ja. So, dann noch 2 hier. 6. Also 3 Bäume bräuchte ich noch. Ich würde sagen, den und den da. Ja, hier liegt nichts mehr. Nehmen wir den. Sorry, Schluck auf. Komm. Muss gefällt werden. Und der hier. Ja. Und? Und los. Kommen sie schon wieder. Ja. Alles klar. Die zwei hauen ab. Ne, doch nicht. Einer kommt wieder. Weg. Ach, da kommt noch einer. Da kommt auch wieder. Ich will doch nur eure Natur zerstören. Hallo. Bleib da. Ihr wisst, was ich vorhab. Rennen sollt ihr. So. Erledigt. Oh, ich liebe diese Spraydose. Holz. Unser Gefühl habe ich gegen Thrombose oder Muschiklaus, da komme ich mit dem Spray nicht weit. Das muss ich mir schon wieder aus einer der Höhlen da der Dynamit aus dem Keller holen.
So, und jetzt brauche ich auch wieder was zu essen. So. Einmal auf Feuer. So. Ein Schluck Wasser. Und Feuerzeug weg. Nur noch die drei Baumstämme, glaube ich, oder? Was sagen dann? Da lag doch nicht irgendwas. Habe ich aber nur verguckt. So, dann können wir die vier auch eben ganz schnell einsammeln. Aus den Knochenrüstung machen. Aber erst gleich. Wenn wir die letzten beiden Holzstämme da mitgenommen haben. Wohl ein Baum würde noch gehen. Oder? Ja, doch nicht. Also noch zwei. Hallo Bambi. Ja, die bleiben da ja auch ein bisschen noch liegen. So, das hier kann schön weiterbrennen. Nehmen wir dich schon mal. Und was war das denn? Okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wie ich es gewollt hätte. Aber auf einmal fliegen wir da weg.
Und da werden wir ein kleines bisschen noch. So. Und das müsste gehen. So. Boah, freue ich mich, wenn das gleich fertig ist. Jetzt will ich mir ansehen, wie viel wir geschafft haben. Hier hinten haben wir auf jeden Fall schon einiges. 71 Baumstämme noch. Boah, ich freue mich, wenn das hier schon durch ist. Jetzt aber nur noch zweimal fahren. Aber noch bis dahin. Nein, komm. Hast du doch. Ja. Stimmt, kann man noch nicht drauf. Das wird bald schon fertig sein, auf jeden Fall. Da freue ich mich richtig drauf. Ich würde da jetzt aber auch zu gerne. Ja, okay. Ich würde da auch zu gerne schon drauf können. Aber naja. So. Und ja, komm. Und wir sind drauf. Würde ich sagen, wir schippern noch einmal ganz kurz darüber. Speichern eben. Dann mache ich noch mal ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich auch noch mal wieder.
So, da wären wir. Speicher hier eben ganz kurz. Ja. Tag 16 sind wir auch schon. Krass.